Christian Dietrich Grabbe, ein verkanntes Genie. Er erfuhr zeitlebens keine Anerkennung für sein experimentelles, literarisches Schaffen. Nur eines seiner dramatischen Werke wird noch zu seinen Lebzeiten uraufgeführt. Ebenso wie Georg Büchner und Friedrich Hebbel schrieb er Dramen, die mit ihren strukturellen Neuerungen die Grenzen des Theaters sprengten. Christian Dietrich Grabbe wurde 1801 in Detmold geboren. Er lebte in der Literaturepoche des deutschen Vormärz. In dieser Zeit der politischen Restauration wurden Autoren wie Büchner und Heine durch eine strenge Zensur in ihrem künstlerischen Schaffen beeinträchtigt. Freie öffentliche Äußerungen waren unter diesen Umständen undenkbar. Politische Emanzipation blieb eine Utopie. Grabbe war vom Rückschritt der Restauration desillusioniert. Er hegte Zweifel daran, ob die menschliche Geschichte überhaupt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com